Hallo Leute, hier ist wieder Xi und es geht weiter mit Monster Hunter Try. Wir sind jetzt möglicherweise schon in der finalen Folge. Wir könnten uns bereits dem Xerius stellen, allerdings haben wir noch ein Monster, das wir vorher erledigen. Das ich vorher erledigen möchte, sagen wir so. Donnerabwehr bringt mir nicht viel. Goldenes Getränk, hatte ich das nicht mal in... Ja, hier hätten wir die Eisabwehr, super. Eisabwehr kann ich aber leider momentan nicht wirklich gebrauchen. Hatte ich nicht sowas? Achso, ja, das würde wieder das ergeben. Okay. Was komme ich nicht denn da am besten? Machen wir es mal so, keine Ahnung, was das bringt. Ich hoffe, es bringt nichts Schlechtes. Ja, nehmen wir einfach mal das hier. Ah, da haben wir das Rezept mit dem Angriff. Das war die Ausdauer, nicht die... Na gut, mit der Ausdauer kann ich leben. Na gut, dann muss ich schon mal keinen... Ja, die Stärke ist ganz gut erhöht worden. Oder? Moment. Muss ich mal kurz nachsehen. Ja, doch. Das ist ordentlich. Gut, gut. Die Ausdauer können wir kompensieren. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch ein großes Monster zu erjagen. Nämlich den Agnaktor. Viele Leute schreiben den ja irgendwie falsch. Ich weiß nicht, ob das der englische Name ist. Aber die meisten schreiben hier irgendwie Akantor. Wenn das der englische Name ist, okay. Warum der in deutschen Foren dann auch so genannt wird, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, man kann sich vom Namen her und vom Bild her schon denken, welchem Monster der Agnaktor am ähnlichsten ist. Und zwar die Uroktore. Okay, kleinen Moment. Muss ich jetzt schon wieder einen Schnitt machen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Kann weitergehen. Also, wie gesagt, der Agnaktor... ist äußerlich den Uroktoren sehr ähnlich und hat einige Gemeinheiten an sich. Es ist jetzt nicht so, dass mich der Agnaktor so nerven würde wie Bariotte oder Giginoxe, aber ich sag's mal so, beim Agnaktor ist es so, der kann recht viel, er hat auch eben viele Eigenheiten und... Und ja, wenn man das halt nicht kennt, wenn man halt das erste Mal gegen einen kämpft, dann kann der einem ziemlich, kann einem ziemlich auf die Nerven gehen. Also am auffälligsten ist am Agnaktor schon mal, er hat ähnlich wie der Barot eine Schutzschicht. Allerdings diesmal nicht aus Schlamm, sondern aus Karmesin. Karmesin ist ein recht stabiles Material, das bei hoher Hitze aber weich wird. Und das muss man bei ihm, bei dem Agnaktor hier auch ausnutzen. Denn sobald er in Lava gerät, Moment, ich glaube, dass er hier drin erscheint, das will ich nur kurz erklären. Sobald er mit Lava in Berührung kommt, auch wenn er sich eingräbt, das halt für Uroktor-ähnliche Monster üblich ist, dann wird das weich und nur dann können wir ihn wirklich angreifen. Bei schwarzem, getrockneten Karmesin prallt unsere Waffe ab. Mehr dazu gleich. So, da ist er, der Agnaktor. Und man hat eben gerade gesehen, die Karmesinschicht, die er an seinem Körper hat, jetzt, wenn sie so aussieht, dann würde unsere Waffe überall abprallen. Der hat auch im Vergleich zum Uragan keine Stelle, wo er verwundbarer wäre. Es ist bei diesem Gegner wirklich so, dass man ihm immer erst... Oh, jetzt kommt er damit schon daher. Lass mich in Ruhe. Ja.
ja, man muss ihm die Schicht auch immer erst abschlagen, bevor man ihm irgendwas verletzen kann. Also wenn man zum Beispiel den Schweif abschneiden möchte oder die Krallen verletzen möchte, dann muss man ihm immer erst seine Schicht abschlagen. Wenn man sich die tanzende Flamme bauen möchte, braucht man dann eben Magnaktor-Teile, wer sich erinnert. Und es war extrem schwierig für mich, mir die Krallen des Magnaktors zuzulegen. So. Ich glaube, der Angriff erklärt sich von selber. Der Magnaktor ist in der Lage, einfach mal einen Laser aus seinem Maul zu feuern. Seine Schwäche und auch das Element, mit dem man am leichtesten das Karmesin abschlagen könnte, ist Wasser. Haben wir natürlich immer noch nicht. Kriegen wir später, so viel sei gesagt, aber wir haben es noch nicht. So, jetzt ist das Karmesin gleich wieder getrocknet. Dann kann ich wieder nichts mehr tun. Genau. Und wer sich erinnert, unsere Klinge wird auch schneller stumpf, wenn wir... Autsch. So, das war jetzt ein glücklicher Zufall, dass uns da der Uroktor erwischt hat. Uroktor. Kann man ja betonen, wie man möchte. Jetzt macht er den Angriff auch schon. Ja gut. Zeigt er halt sein gesamtes Potenzial jetzt schon. Habe ich nichts dagegen. Man sieht auch, ansonsten, wenn er sich außerhalb des der Lava bzw. des Gesteins befindet, dann bewegt er sich ähnlich wie der Lagiacrus an Land. Also im Grunde genommen wie eine Wasserweaver. Okay. Wir haben hier ja nur eine Wasserweaver da. Habe ich ihm jetzt irgendwo... Nee, ich glaube, ich habe ihm nirgendwo das Karmesin abgeschlagen. Aber das mochte er halt einfach nicht. Nebenbei, falls das jemanden... Ja, wenn er einen Laser, seinen Laser geschossen hat, man konnte es nicht so wirklich sehen. Aber... dabei erhitzt sich die Karmesinplatte an seiner Brust. Das heißt, auf die könnte man am ehesten losgehen, wenn man halt einen Magnaktor vor sich hat, der besonders gerne mit dem Laser feuert. Und ich würde das Ding wirklich als Laser bezeichnen, weil, naja. Von einem Feuerstrahl hat das irgendwie fast schon zu wenig. Ja, und das was ich da gerade mache für die Klinge, ziemlich schlecht ist, ist mir klar. Ich kann aber leider momentan nicht viel anderes tun, bis er sich komplett vergräbt oder einmal in die Lava läuft. Daher. Es sei denn natürlich, ich könnte auch einfach so angreifen. Autsch. Ja, natürlich. Sobald er seinen Laser abfeuert, begibt er sich wieder in die Lava. Aber die Lava macht wenigstens das Karmesin an seinem gesamten Körper weich und nicht nur mit, den Teil, mit dem er sich effektiv in der Lava befindet. Das wäre ein bisschen unfair. Ungerecht, meine ich. Oh, weil. Kommt jetzt wieder die Attacke? Nein. Da hat die... Oh, nein. Ich hatte kein Glück. Das war knapp. Jetzt kommst du mir damit daher. Also, wie gesagt, genau solche Sachen sind es halt, die beim Magnaktor, gerade wenn man das erste Mal gegen ihn kämpft, einem ziemlich viele Schwierigkeiten bereiten können. Man kann ihn an sich öfter angreifen als einige der anderen großen Monster. Aber es gibt halt einfach sehr viele Sachen, die man erst über ihn lernen muss. Gerade diese Attacke, bei der er so schnell aus dem Boden herausspringt. Da muss man erstmal reinkriegen, wie man laufen muss. Wie man vielleicht vorher sehen konnte, muss man nämlich auch darauf reagieren können, wenn er
versucht, die eigene Bewegung vorherzuahnen. Das hat er nämlich einmal gemacht. Und da muss man relativ schnell reagieren. So, mal sehen, ist er hier rausgekommen? Ja. Seht ihr, also der Agnaktor, der benutzt auch wieder andere Wege. Der schwimmt immer durch die Lava in andere Gebiete. So. Irgendwas wollte ich tun, aber ich hab's vergessen. Das tat ihm weh. Aber man sieht jetzt, der Schweif ist vom Karmesin befreit und damit auch für uns leichter Angreifer. Angreifbar, meine ich. Da ist er auch schon. Also das heißt, es ist ja kein Schweif. Ich glaube, beim Agnaktor ist das jetzt, sollen wir das als Flosse bezeichnen. Das könnte wehtun. Das tat auch weh. Gibt zwar Schlimmeres, aber muss ja nicht sein. So, und ich muss jetzt schnell. Okay. Wie schnell die ihre Angriffe beenden können. Der war nicht nett. Ich meinte, wie schnell die ihre Angriffe oder Taktiken ändern können, beziehungsweise wie schnell sie sich erholen, wenn die merken, ich komme an seine Brust nicht ran. Ja, da ergeben sich halt dann. Autsch! Au! Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Mach mal bitte irgendwie eine RAM-Attacke oder sowas. Oder so. Scheiß Feline! Okay, offensichtlich habe ich eine schwere Verbrennung. Ich konnte das bisher nicht so ganz zuordnen, wann was ein und was. Ja, okay. Eigentlich logisch. Ein Feuerball, leichte Verbrennung. Zwei Feuerbälle, schwere Verbrennung. Wo ist das kompliziert? Waffe weg. Aber wie der Charakter dann teilweise auch dann so ganz gemächlich dahin flaniert. Oh, da ist die Karmesinschicht vom Schnabel weg. Also was man ihm halt alles zerlegen kann, wie gesagt, die Karmesinschicht kann man ihm am Kopf, am Rücken, an den beiden vorderen Krallen oder dem Schweif abschlagen. Dann abtrennen den Schweif, man kann ihm seinen Schnabel kaputt machen, man kann ihm seine Krallen kaputt machen. Bei der Brust ist aber glaube ich so, dass die Karmesinschicht alles ist, was man zerstört. Wie auch immer er es geschafft hat, mich da jetzt nicht zu erwischen. Ah, okay, der wollte weg. So, Wurfmesser? Nee, aber es könnte. Ja, ich könnte es brauchen, was die. Genau, sowas zum Beispiel. Oder auch Rationen, die ganzen Vorratsgegenstände können die liegen lassen. So, das nehme ich natürlich mit. Schweif? Achso, ich dachte, das wäre doch eine. Ach nein, die Flosse ist ja das, was er am Rücken hat. Stimmt. Hab ich vergessen. Da wächst ein Pflänzchen, wie auch immer. Ich denke mal, dass er jetzt hier runter ist. Ich sollte ihm mal einen Farbball drauf werfen. Herr Knacktor, er hat mich nämlich auch schon mal ähnlich wie der Rathalos dazu gebracht, dass ich mal nicht mehr wusste, wo er ist und was zum. Okay? Nee, lass mich das Karmesin noch nehmen. Ah, nee, Symbolwandtrainer. Habe ich dazu eine. Nee, ich muss nur noch seine Brust verletzen. Ey, du! Ja, ihn anzugreifen hätte jetzt wenig. Das Umdrehen war um. Das war nicht nett. Du schaffst es jetzt nicht mal, diesen Brocken da aus dem Weg zu räumen. Nee. Irgendwas macht er auf jeden Fall die ganze Zeit kaputt. Oder er rempelt einfach nur an und bringt es zum Erbeben. Waren aber bisher noch ganz gut Schaden, glaube ich.
Muss halt alles nichts heißen. Ich meine, der Agnaktor ist immerhin das stärkste Monster der Vulkan, des Vulkangebiets. Daher... Ja gut, da kam ich nicht mehr weg. Es ist halt so ein Problem, der Charakter kann sich nicht nach hinten rollen. Ich glaube fest daran, dass es irgendwie ginge. Da zeigen sich Schwächen des Langschwerts. Boah. Hätte ich nicht ausweichen können, da war mir der eine Schlag noch lieber. Erledig mal den zweiten Renoplus bitte, Agnaktor. Der nervt. Minimal. Jetzt bist du wieder in Lava. Hä? Achso, der geht auf den Agnaktor los. Soll mir auch recht sein. Der verschwindet aber nicht. Sondern... Okay, er kommt ganz raus. Der könnte mal wieder seinen Laser feuern. Der ist ja nämlich so herrlich. Also, wenn er so halb im Boden drin steckt, meine ich. Okay. Da wollte mich jetzt der eine in die eine Richtung haben und der andere in die andere Richtung. Natürlich laufe ich dem noch schnell in die Bahn hinein. Das war knapp. Jetzt vor. Naja, lieber gleich heilen, bevor ich am Ende wieder zu viel Schaden nehme. Grundsätzlich besteht ja immer das Risiko, dass. Was machst du jetzt wieder? Achso, er geht da hin. Achso, in das Gebiet kann er... Ja, das ist natürlich das Blödeste, was passieren kann. Da gibt's keine Lava. Das heißt, ich muss jedes Mal warten, bis er sich eingebuddelt... eingegraben hat. Bis ich ihm wieder Schaden zufügen kann. Mach mal bitte einen Laser. Nee, brüllen hatte ich jetzt nicht im Sinn, aber kannst du auch machen. Na, war noch weich genug. Da braucht mir jetzt keiner was erzählen. Das war der Falsche. Verdammt. Wenn er mich jetzt getroffen hätte, das hätte mich geärgert. Das hätte mich richtig geärgert. Was ich natürlich auch nicht sagen kann, ob ich ihm leichter was zerbreche, wenn ich auf das Karmesin draufschlage, wenn es kalt ist. Das weiß ich nicht. Na gut, hier weiter hinten ist ja keins mehr drauf. Da kann ich ja ohne Probleme draufschlagen. So, du bist wieder wütend. So, das kann er auch. Der schwimmt hier durch das feste Gestein. Durch, als wär's... Ach, verdammt. Jaja, als wär's... Ach, verdammt. Ach, verdammt ist nämlich ziemlich weich. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ja, in ganz großer Reichweite kann man dem Laser doch noch entgehen. Aber, naja, man sollte sich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Jaja, kommst du her? Aua.
werde hier ein bisschen zu oft getroffen für meinen Geschmack. Weil dass ich mich jedes Mal gleich verbrenne, wenn ich Schaden von ihm nehme. Und das dürfte ziemlich wehtun, wenn ich bei der frischen Wunde da noch ein bisschen mit Elektrizität draufschlage. So, wenn das nächste Mal wieder verschwindet, sollte ich mir mal ein paar Tränke machen. Jetzt dreh dich doch nicht immer um. Meinst du was Nützliches, wie ein Laser oder so, ja. Wow. Ich muss es eigentlich nur so machen wie beim Lagiacrus. Wow. Wie beim Lagiacrus. Wie mache ich auch immer an Land, dann den Schweif abgetrennt. Okay, er schwächelt langsam. Ich würde ihm aber eigentlich gerne noch die Brust verletzen, dann bekomme ich mehr Gegenstände. Mäh. Was hast du jetzt vor? Ja, Moment, das kann er aber nochmal machen. Tut er aber nichts. Ja, das mach ruhig. Bloß nicht Freunde sein, nicht getroffen. Also, weil dann setzt er einfach nochmal nach und dann hat er ihn doch wieder. Gut, jetzt mal nochmal die Klinge. Ich könnte eigentlich mal die Schallbomben verwenden, ne? Ja, wobei, es kommt drauf an, ob er wütend ist. Wenn er wütend ist, das ist wie beim Diablos, dann haben die keinen Effekt. Kleinen Moment, ich muss nochmal einen Schnitt machen. Ich weiß, es nimmt nur so ein bisschen die Spannung aus dem Ganzen, aber muss halt sein. So, da bin ich wieder, geht weiter. Okay, das nehme ich so nicht hin. Moment. Grandios, wegen 30 Sekunden. Bis gleich. So, hoffentlich geht's jetzt wieder. Komm lieber raus aus der Lava. Da kann ich die nicht erwischen. Ich danke. Mal sehen, vielleicht bekomme ich es ja noch hin, dass ich ihm seinen Schnabel demoliere. Natürlich treffe ich dich nicht. Wollte ich mir nicht eigentlich ein paar Megatränke machen? Irgendwas habe ich ihm. Ah. Das Karmesin an seiner von ihm aus gesehen linken Pfote. Ich weiß dann immer nicht, was er vorhat. Ausweichen können. Aber ich glaube, ich muss gleich mal flüchten, um ein bisschen zu kombinieren. Ja gut, mach ruhig den Delfin, da habe ich nichts dagegen. Ich verziehe mich mal eben, ne? So, jetzt erstmal was essen. Ah, völlig, gänzlich ohne. Oh, sehr gut. So,
ist der nächste Farbball fällig, wie es aussieht. Ja, hier bitte. Nee, das ist nicht mehr warm genug. Natürlich. Arsch. Wie unser Charakter dann noch ewig lang braucht, bis er... Jetzt... Das gibt's doch nicht. Natürlich ist die Waffe jetzt wieder draußen, oder? Nein, besser noch. Wir sind... Schnell, 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 schnell. Oi. Das war viel zu knapp. Lass mich in Ruhe, Urokzor. Oh Gott. Oh Gott. Gerade noch so über den Laser drüber gesprungen. Das kam es ihm wieder auch schon wieder. Ja, okay. Er gräbt sich ein. Wisst ihr, was ich mir gerade so denke? Ich hab's geschafft, den Schweif abzuschneiden. Ich hab sogar seine Krallen, von seinen Krallen das Karmesin runter. Aber ich schaff's nicht, seine Brust, das von seiner Brust runter zu kriegen. Was eigentlich üblicherweise das Erste ist, was ich bei dem hier mache. Naja, weil halt. Weil es halt dann mehr, eine höhere Belohnung gibt. Und generell eine höhere Belohnung erhöht schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Krallen bekomme. Sehr schön. Jetzt komme ich wieder raus und mache deinen Laser. Das fände ich jetzt total super. Aber du musst ja auch nicht, wenn du keinen Bock hast, ne? Was war denn jetzt wieder? Ach so, der haut wieder ab. Vermutlich wieder nach oben. Oder? Habe ich recht? Ich habe recht. Der Kampf geht jetzt schon eine ganze Weile. Der scheint noch nicht geschwächt zu sein. Hey, Moment mal. Wieso hat er an seiner linken Pfote das Karmesin wieder zurück? Das habe ich ihn doch abgeschlagen, oder nicht? Oder habe ich da vorhin was anderes verletzt? Okay, darf demnächst mal wieder Fleisch essen. Komm schon, der... Wie hat denn die Drehbewegung bitte gemacht? War das gerade ein Anzeichen für Schmerz oder was war das? Ah. Okay, wenn er geschwächt ist, dann geht er normalerweise zum Gipfel. So ein richtig schön gebührendes Finale quasi. Doch, ich glaube, dass der jetzt zum Gipfel schwimmt. Oh ja. Das ist immer sehr schön, das Finale vom Kampf gegen den Agnaktor. Dass man hier wirklich an die Spitze des Vulkans muss. So. Gut, dann einmal Mini-Wetzstein. Und dann bringen wir das hier zu Ende. Mal sehen.
Ja, also wenn er jetzt in den nächsten 5 Minuten umfällt, würde ich sagen, machen wir das Finale draus. Hey du, sag mal, ich würde gern kämpfen. Wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du da eventuell das einrichten? Ich denke, das war ein mehr als deutliches Ja. Das war äußerst knapp. Ich wollte eigentlich zuschlagen. Danke, Chacha, was auch immer du da gerade gemacht hast. Und natürlich ist er gleich wieder sauer. Ah, stimmt ja. Ich hätte die Schallbomben mehr nehmen sollen. Hat denselben Effekt wie beim Diablos. Dieser Freund hier dann mal eben. Autsch. In der Erde stecken bleibt und sich eine Weile nicht bewegen kann. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Sehr gut. Das ist auch erledigt. Damit ist der Knacktor dem Ende eigentlich schon relativ nahe. Autsch. Ich aber auch bald, wenn ich mich weiterhin so blöde anstelle. Autsch. Krieg dich schnell wieder. Komm, 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 komm. Ei, ei, ei. Das war nochmal gut zum Schluss. War schön. Aber ich würde sagen, so langsam reicht's dann auch. Erledigt. Sehr gut. Ja, da steckt ja noch im Boden drin. Oder? Oder sehe ich das gerade? Nö, der steckt nur im Boden drin. Na gut, macht ja auch Sinn. Na gut, sehr gut, wir haben sogar eine Klaue erhalten. Das sehe ich ja dann fast schon. Okay, ich brauche schon, glaube ich, mehr als eine Kralle, um mir die tanzende Flamme oder tanzendes Feuer? Ne, ich glaube, tanzende Flamme bauen zu können. Nichtsdestotrotz. Ah, da habe ich ihm was kaputt gemacht. Okay. Ach, seine Rückenflosse habe ich ihm zerstört. Das war es vorhin. Der Schnabel, ja, da ist halt nur das Karmesin runter. Weiß nicht, ob das reicht. Und offensichtlich muss ich ihm seine Krallen auch nicht ganz kaputt machen, sondern einfach nur das Karmesin runterschlagen. Hab dann schon eine gewisse Chance, die zu bekommen. Finde ich gut, das zu wissen. Schuppe, Panzer, Schuppe, erweiterte Rüstkugel können wir alles nicht mehr brauchen. Ich krieg den Schnabel zurück. Ja, okay, dann habe ich was Falsches gesagt. Dann reicht es offensichtlich, die Karmesinschicht herunterzuschlagen, also zumindest bei Schnabel und den Clown. Das dachte ich vorher anders. Aber naja. So, wir haben jetzt für die ganze Sache insgesamt ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht.
Ich hätte den Terrarius eigentlich schon gerne in einer eigenen Folge drin, aber so wie das bisher aussieht, werden wir das Finale jetzt gleich machen. Reden wir mal kurz mit dem hier. Ist das wahr? Ich habe gehört, du willst ein schrecklich großes Monster jagen. Aber was ist mit der Gefahr, Miau? Ich fürchte um dein Leben. Schon, ja. Das war schlecht. Die Führungsehre zwingt mich, dir ein Versprechen zu geben. Wann immer du auch zurückkommst, solange du zurückkommst, wird das Bett gemacht und der Raum blitzsauber sein. Keine Sorge, ich werde mich hier um alles kümmern. Konzentriere dich ganz aufs Überleben. Ja. So, na gut, dann bereiten wir uns mal fürs Finale vor. Müssen wir erstmal das ganze Zeug hier einpacken. Das brauchen wir alles nicht. Moment. Also, ich brauche Sprintsaft, den muss ich mir noch machen. Wir brauchen das Megadämonenmittel. Mega-Panzerhaut, dafür war ich extra Giginoxe erledigen. Das Kaltgetränk brauchen wir nicht mehr. Grillspieß kann ich auch weglassen. Dämonenmittel und so weiter kann mir eigentlich egal sein, da habe ich genügend dabei. Und wenn ich mal optimistisch bleibe, kriege ich das schon hin. Was mache ich denn da? Moment. Ich muss das jetzt eins nach dem anderen durchgehen. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist es auch nicht. Mega-Sprintsaft, genau. Dafür machen wir uns gleich mal drei. Es ist nämlich ganz wichtig, dass wir davon welchen dabei haben. Ach ja, auf das Finale freue ich mich schon. Das Finale von Monster Hunter ist es definitiv ein gelungenes Finale. Da haben sich die Monster Hunter-Entwickler auf jeden Fall was sehr Gutes einfallen lassen. Jetzt brauche ich nochmal Tränke. Moment. Nein. So. Bettstein brauche ich auch wieder. Gegengift, nein, 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 nein. Na gut, wegen der Videolänge. Wenn es das Finale ist, dann ist das in Ordnung, wenn es ein bisschen länger ist. Warum denn auch nicht? Ich muss ganz penibel darauf achten, dass ich jetzt alles mitnehme, was ich brauche. Ordnen wir das mal. Ah, dachte ich mir doch. Also, die Dämonenmittel haben wir. Wir haben die Megapanzerhaut, wir haben gebratene Steaks. Wir haben den Mega-Sprintsaft. Was ich auf jeden Fall noch möchte. So einen werde ich mir mitnehmen. Weiß ja nie, falls mir das Zeug zur Heilung ausgehen sollte, kann ich jetzt eigentlich mit dem. Nö, das Urwüvernfleisch bringt mir gar nichts. Super. Vielleicht muss ich damit irgendwas, irgendein Viech füttern, keine Ahnung. Das dauert jetzt kurz, ich weiß, ich weiß. Nährstoffe wären nicht verkehrt. Genau. Mega-Nährstoffe. Unsere maximalen Lebenspunkte zu erhöhen.
Gut, sieht zwar alles ein bisschen chaotisch aus jetzt, aber ich denke, das müsste reichen. Schwert haben wir auch das Richtige dabei. Die Schwäche des Tiarius ist nämlich tatsächlich nicht Feuer, sondern Blitz. Gut. Na dann. Sauerstoff und große Wasserabwehr. Na, immer her damit. Das können wir gut brauchen. Nehmen wir das. Das war sagenhaft, sagt er. Sprenger, Polierer, Riesenbruch, sonst nichts mehr. Nochmal final nachsehen. Okay. Also, rette aus Dorf Moga, wehre einen Tiarius ab. Moment. Ja. Der hat was Wichtiges gesagt, aber. Blockstärkung. Ich glaube, der kann nicht mehr als drei Fähigkeiten drauf haben, ne? Ja. Das lassen wir auf Drache. Drache mag der Tiarius nämlich auch nicht. So. Komm schon. Auf ins Gefecht. So. Der wird sich auch gleich zeigen, deswegen bin ich mal eben still. Tja, das war ja unser großer finaler Gegner. In Ordnung, gut. Anscheinend bist du am richtigen Ort. Der große Seedrache ist genau dort unten. Unsere Ahnen erzählten von alten Ruinen am Meeresboden in der Nähe des Dorfs. Er hat sich anscheinend dort eingenistet. Beginnt der Kampf, musst du dich auf die Schwächung seiner Gesundheit konzentrieren und ihn in den Ruinen stellen. Lass ihn nicht entkommen, ehe du ihn geschlagen hast. Sonst erlebt das Dorf noch ein Erdbeben. Das wäre unser Ruin. Ich weiß, das ist eine schwere Last auf deinen Schultern. Doch das gehört zur Arbeit eines Jägers. Da musst du durch. Nette letzte Worte. Was für eine Aufmunterung. So. Meganährstoffe. Mondmittel. Mega Panzerhaut. Wehe, du beschreibst mir jetzt eine meiner. Ich hoffe, dass er jetzt nicht einen meiner Tränke überzaubert hat oder überschrieben hat, mir egal. So, also. Wo ist denn die Absprungstelle? Ach, da. Klar, sie macht doch die Epik kaputt. So, da. Also, da ist er. Wir sollen ihn jetzt in die Ruinen treiben. Der nimmt uns natürlich jetzt erstmal. Naja. Danke, Chacha. Der nimmt uns jetzt natürlich noch nicht wirklich wahr. Und schwimmt jetzt einfach nur vor sich hin. Und macht mich mal so im Nebenher platt.
So, was kann man am Ciarius alles kaputt machen? Wie man hier sehen kann, gehe ich auf seinen Bart los. Den kann man ihm nämlich stutzen. Dann kann man ihm hier oben auf beiden Seiten ein wenig die Haut kaputt machen. Am Schweif, glaube ich, kann man ihm auch noch ein bisschen die Haut kaputt machen. Und man kann ihm zumindest das große Horn abbrechen. Das ist dann im Grunde genommen so wie bei den anderen Gegnern mit dem Schweif. Das Horn schwimmt dann einfach auf der Stelle. Ja doch, so langsam nimmt er uns wahr. Ja, aber das ist halt natürlich noch nicht der Kampf gegen ihn. Das ist quasi so die Hinführung. Man hört es auch schon an der Musik. Richtig schön episch. Aber das hier ist noch nichts gegen die Kampfmusik. Die Kampfmusik ist so unglaublich motivierend. Das meine ich wirklich ernst. Also die Kampfmusik in Monster Hunter Tri gegen den Ciarius, das ist einfach nur noch... Man hört richtig, dass man da einen großen Kampf vor sich hat. Das ist... Ich weiß gar nicht, wie ich es wirklich beschreiben soll. So, er hat angehalten. Zeit zuzuschlagen. Na, der ist noch nicht gestutzt. Upp. Man sieht, man kann schon, man kann ordentlich Schaden reindrücken. Das einzige Problem ist halt seine Größe und dass seine Schwimmbewegungen uns schon Schaden machen. Au. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das hier schaffen werden. Au. Wegen dem Sauerstoff ist uns ja schon mehrfach erklärt worden, dass Chacha mit seiner Maske in der Lage ist, uns einen Sauerstoffstrom zu erzeugen. So langsam könnte ich den Bart auch mal kaputt kriegen. Man scheint so nah dran zu sein teilweise und dann trifft man einfach nicht. Kleinen Moment, Leute. Ich muss nochmal Schnitt machen. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die Unterbrechung, aber da musste ich kurz was erledigen. Ach. Er ist immer so ein Problem mit seinen Flossen. Kriege ich den Bart jetzt dann mal gestutzt? Langsam dürfte er uns ernst nehmen. So. Pass mal lieber auf, was er... Yep. Ach so, er schießt sich einen Eingang frei. Okay. Ach, schon eine gewaltige Macht, die der da hat. Dieser Wasserlaser tut auch weh, wenn er einen erwischt. Autsch. Das ebenso. Ich glaube, dass er uns... Ja, ich glaube, der will uns jetzt eine mitgeben. Lieber in Bewegung bleiben. Du bist doch nicht jetzt schon Schwächling, Ciarius. Das glaube ich dir nicht. Weil ich weiß, dass es nicht so ist. Irgendwo hat Chacha wieder erwischt. Bisschen arg eng hier. So.
Aber jetzt sieht man, warum ich eben diesen Megasprintsaft unbedingt dabei haben wollte, damit ich mit dem Ciarius hier Schritt halten kann. Autsch. So, Moment. Autsch. Wollte gerade sagen, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich heilen würdest. Mein Elan ist auch wieder weg. Ja, und falls ich es noch nicht erwähnt habe, man sieht, dass diese Mission eine maximale Dauer von gerade mal 35 Minuten hat. Finde ich ein bisschen schade, weil es halt auch bedeutet, dass der Gegner ein bisschen weniger aushalten muss. Das habe ich jetzt wieder erwischt. Kannst du mich mal? Ah, jetzt schwimmt er aber schneller, das heißt, ich habe ihm eine gewisse Menge an Schadenspunkten hinzugefügt. So, so langsam könnte ich mal Sauerstoff benötigen. Wo bist du denn, Chacha? Wo bist du? Ach, unter dir. Unter mir. Danke. So, und jetzt hinterher. Ich meinte hinterher. Aber in die Dunkelheit. Ah, da bist du ja. Wow, der freut sich schon, uns zu sehen, merke ich. Das hätte jetzt wehtun können. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat Chacha tatsächlich alleine geschafft, ihm hinten an seiner Schwanzflosse was kaputt zu machen. Das wäre schon ein bisschen krass, wenn Chacha das geschafft hätte. Ja! So, das war's für den Bart. Yep, der Bart ist gestutzt. Ich bin zwar sonst auf jeden Fall für Bärte, aber naja. Gut, ich will ja im Nachhinein auch. Stimmt, ich habe völlig vergessen, die Uragan-Diagnaktor-Rüstung zu zeigen. Entschuldigt. Aber so viel sei gesagt. Es wird zu diesem Projekt auf jeden Fall noch einen Anhang geben. Und in dem werde ich dann diese Rüstungen noch zeigen. Von daher, keine Sorge. So, hier sehen wir schon ein bisschen was von diesen Ruinen. Normalerweise würde hier anhalten und einmal einen Laser nach uns feuern. Aber wir haben ihm schon so viel Schaden zugefügt, dass er gleich weitergeht. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, generell auch an seiner Schwimmgeschwindigkeit sieht man, dass wir ihm schon genügend Schaden zugefügt haben. Und da muss natürlich dran gedacht werden, dass wir ihm dann nicht noch so viel Schaden zufügen, wie wir ihm zufügen müssten. Das heißt ja abwehren, das heißt, ja, wir werden ihn nicht töten können. Das konnte man sich ja denken. Also, es heißt immer explizit erjagen, wenn man eine Kreatur, ein Monster auch töten muss. So, hinter diesem Geröll befindet sich nun sein Nest. Ciarius, willst du das nicht aufmachen? Wupp, lieber auf Entfernung gehen. Na, geht doch. Dachte ich mir gerade schon. Schwächelt aber ein bisschen. So.
Machst du da schon wieder? Tata. So. Ein letztes Mal die Klinge wetzen. Dankeschön, Tata. Auf geht's in die letzte, die finale Schlacht. Gut, toll, wie du ihn vertrieben hast. Aber wenn du jetzt umkippst und verlierst, wird er große Qualen leiden. Er hat die Erdbeben anscheinend mit seinem Riesenhorn verursacht, indem er es gegen den Meeresboden gerammt hat. Du musst etwas gegen dieses Horn unternehmen. Schwäch seine Gesundheit. Konzentrierst du deine Angriffe auf den Kopf, solltest du dieses Horn abtrennen können. Geh weiter. Du solltest dann irgendeine Riesenwaffe in den Ruinen finden. Suche am obersten Ende nach einem Schalter. Wenn du nur sein Horn abbrechen kannst, hast du es fast geschafft. Rette uns, Jäger. Rette das Dorf Moga. Yep. Eben diese Waffen werde ich jetzt gleich aufsuchen. Muss nur gerade überlegen, wo sich die eine davon befunden hat. Meines Wissens nach haben wir hier zwei große Waffen. Nämlich den Drachenspeer und ein Katapult. Drachenspeer müsste das hier sein. Ja. Hier haben wir den Knopf. Und zack. So, warum ich diesen Drachenspeer gleich am Anfang aktiviert habe, das liegt daran, dass dieser Drachenspeer ziemlich lange... Ja, habe ich schon gemacht, Tata. Es liegt daran, dass dieser Drachenspeer immer eine Weile braucht, bevor er wieder einsatzbereit ist. Und bei der kurzen Zeit, die man in diesem Kampf zur Verfügung hat, schafft man es leider nur, ihn zweimal einzusetzen, wenn man ihn halt gleich am Anfang benutzt. Ach, ich liebe diese Musik. So, jetzt müsste hier irgendwo noch eine Armbrust herumstehen. War denn die nochmal? Die war irgendwo auf so einem Vorsprung. Ah, war sie vielleicht da drüben? Ich glaube schon. Ja, die muss ich jetzt noch kurz finden, denn die macht auch ziemlich viel Schaden. Und wir sollen ihm ja sein Horn abtrennen. Ah nein, da ist sie, oder? Ich glaube schon. Ja, das ist sie. Da muss ich hin. So. Dafür brauchen wir aber natürlich auch Munition und die finden wir hier. Kann ich nur hoffen, dass er nicht zu einem Laser ansetzt. Boah. Weiß nicht, ob... ich glaube, die Musik... Sie ist im Video wahrscheinlich wieder relativ leise, während ich rede. Aber es würde mich mal interessieren, was für eine Sprache das ist. Verzieh dich, Serius! Okay, dann schieß doch nochmal deinen Laser, mir egal. Und jetzt immer schön auf das Horn drauf. Problem ist halt dass die Armbrust immer so kurz braucht, bevor sie wieder einsatzbereit ist.
Aber sie macht halt ordentlich Schaden. Ja! Sehr gut. Das Horn ist ab. So. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das treibt er jetzt und das kann man dann auch ausnehmen. Werde ich auch so gleich tun. Jetzt haben wir ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Bis der Drachenspeer einsatzbereit ist, übernehmen wir den Rest halt jetzt mit unserer eigenen Waffe. Autsch! Man sieht aber, dass seine Angriffe denen des Lagiakros unter Wasser, beziehungsweise des Königs Ludrotes unter Wasser sehr ähnlich sind. Der Unterschied ist halt einfach, dass er hier viel, viel mehr Masse hat und somit auch eine höhere Reichweite. Ach, der Angriff war das. So, ja, wenn man jetzt unbedingt ortsmäßig quälen wollen würde, dann würde man auf sein offenes Horn einschlagen. Autsch. Ich glaube, das tut ihm so ziemlich jedes Mal, wenn man ihn da trifft, weh. Wegen Verwunderung. Ich meine, man sieht ja, dass da, wo wir es zerbrochen haben, doch einiges... Jobal. Nee, es sieht jetzt eigentlich nicht so organisch aus. Die kriegen wir klein. Na gut, es ist auch schon, es ist aber auch schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Von dem her sollten wir ihn demnächst auch lieber mal erledigen. So. Dann brill halt nochmal, mir egal. Nochmal irgendwas erledigt. Au. Ich brauche wieder eine Übersicht. Dem Kampf verliere ich gerne mal die Orientierung. So, da auf der Seite haben wir irgendwas kaputt gemacht. Ach, ich hau jetzt einfach noch drauf, bis wir es geschafft haben. Der macht jetzt eine. Ja, hab ihn gleich auf beiden Seiten das kaputt gemacht. Ist auch nicht schlecht. So langsam könnte einmal die Meldung kommen, dass der Drachenspeer wieder einsatzbereit ist, finde ich. Kommst du nicht? Ja! Sehr gut! Damit ist der Cearius vertrieben. Der hat nun genug. Wundert mich auch nicht. Damit haben wir das Dorf Moga gerettet.
Na, wo bleibt er denn? Zuverlässig wie immer. So. Tata, schwimm mir nicht ins Bild. So. Das ist, denke ich mal, ein schöner Anblick. Das war unser letzter Auftrag. Und da sind wir beim Abspann. So, mach ich mal ein bisschen leiser. Also, mein Fazit zu Monster Hunter Tri. Wie am Anfang gesagt, mein drittliebstes Spiel. Und natürlich gibt es an dem Spiel auch wieder gewisse Kritiken. Fangen wir einfach mal mit den Kritiken an. Grundsätzlich hat das Spiel eine teilweise etwas undurchsichtige Physik. Das muss man einfach sagen. Manchmal sind die Trefferkisten der Gegner und auch der Gebiete ein bisschen unnachvollziehbar gewesen. Unsichtbare Wände, wo es eigentlich noch weiter hinausgeht. Was natürlich irgendwo sein muss, aber nichtsdestotrotz. An manchen Stellen war es ein bisschen. War es ein bisschen fies. Ansonsten. Ja, gut. Eine Sache, die viele Leute wahrscheinlich an Monster Hunter so ein bisschen stört, ist natürlich, dass man einiges an Zeit darauf verwenden muss, um sich hier die Gegenstände zu holen. Die Teile von den Monstern. Das ist natürlich nachvollziehbar, wenn einen das stört. Moment. Das ist natürlich nachvollziehbar, wenn einen das stört. Denn dieses Spiel, man muss in vielerlei Hinsicht Mühe hineinstecken. Da komme ich aber eigentlich auch schon zu den positiven Werten, weil ansonsten stört mich eigentlich an dem Spiel nicht viel. Es ist einfach ein Spiel, das einfach in seiner Art, vor allem das Kampfsystem, wie die Monsterkämpfe gestaltet wurden. Die Monster, sie waren alle an sich unterschiedlich, sie hatten Ähnlichkeiten zueinander. Für mich ist es, also das ist mein Lieblingskampfsystem, muss ich ehrlich sagen. Abgesehen von diesem Wii-Menü hat man keine Pause. Das Menü, die Gegenstände, man muss abpassen, wann man sie einsetzen kann. Ansonsten hat einen der Gegner in der Klammer. Und bei vielen Gegnern, man hat beim Geginox gesehen, kann es schnell passieren, dass sie einen in der Ecke haben und dann ist man halt erledigt. Noch dazu ist es bei vielen Monstern, auch gerade bei Magnactor zum Schluss, sind es einfach Monster, die Fähigkeiten haben, die hat man vorher noch nicht gesehen und man muss einfach lernen, hey Kotzmann und nochmal Kotzmann, finde ich super. Bei dem Spiel, man muss sehr viel lernen, man muss viel Erfahrung sammeln und das macht es aber eigentlich auch aus. Ich meine, wir sind hier ein Jäger und wir müssen dementsprechend auch über unsere Beute, über das, was wir erjagen wollen, Bescheid wissen. Wir müssen wissen, wie sich diese Monster verhalten, wo sie sich zum Ausruhen hinbegeben. Wir müssen wissen, wie wir mit ihren Attacken, mit ihrem generellen Verhalten umgehen müssen. Man muss so unglaublich eine
man muss taktisch vorgehen. Und dennoch ist das Kampfsystem einfach, es geht immer dahin. Es hört einfach nicht auf. Und auch mit den Schwächen, die verschiedenen Waffen. Es ist einfach, man hat mit jeder Waffe ein anderes Gefühl zum Spielen. Jede Waffe spielt sich anders. Mit jeder Waffe muss man in einem Kampf gegen ein bestimmtes Monster etwas anders denken. Und da ist eigentlich vom Kampfsystem her, ist es immer ganz gut geregelt worden. Jede Waffe hat so ihre Vorteile und für jeden Kampfgeschmack ist da eigentlich was dabei. Das einzige, der Fernkampf ist wirklich sehr schwierig. Ich selbst hab's nur vor langer Zeit mal ausprobiert, für mich war es nichts. Ich gehe lieber in den Nahkampf. Das Einzige, was noch ein bisschen gestört hat, was ich auch vorher schon mal gesagt hatte, dass ich bei Monster Hunter 3 schade finde, im Vergleich zu anderen Monster Hunter Titeln, ist die Auswahl an Monstern leider etwas gering ausgefallen. In den anderen Monster Hunter Teilen gab es halt noch mehr Variationen, auch zwar waren die Monster sich dann teilweise ein bisschen ähnlicher als die in diesem Spiel, aber es war insgesamt einfach eine größere Auswahl. Auch dass man hier nicht für jedes Monster, von jedem Monster für jede Waffe etwas bauen kann, dass einem so bestimmte Waffenfähigkeiten wie Gift oder Schlaf oder sowas, zum Beispiel im Langschwert oder auch mit der Morph-Axt, glaube ich, dass man die nicht bekommen kann, finde ich ein bisschen schade. Ist natürlich klar, dass man, da man die Schwerter relativ spät bekommt, dass man da die Teile von den Gegner, die man davor hatte, nicht mehr verwerten sollte, das ist nachvollziehbar, nichts. Destotrotz fand ich das ein wenig schade. Aber trotzdem sind die Waffen und vor allem die Rüstungen sehr liebevoll gestaltet. Generell die Umgebung, die Musik, die Atmosphäre des gesamten Spiels ist einfach unvergleichbar. Muss ich auch wirklich sagen. Also Monster Hunter Tri, wirklich Monster Hunter Tri selbst, hat eine so unglaublich gute Atmosphäre. Und zwar die ganze Zeit. Die Hintergrundmusik, sie ist nicht nervig, aber sie ist passend. Sie passt zu einem wilden Kampf und auch die Umgebung, es wirkt einfach wirklich natürlicher. Ich bedanke mich fürs Spiel. Und ja, so insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen, Monster Hunter Tri, auch wenn... Moment. Irgendwas unterbricht mir immer... So, sehr Schuppe, Juwel, Fell und Schweif. Und ach, ich krieg den Schweif doch. Das Riesending. So, mal sehen, wo komme ich jetzt raus. Ich will eigentlich schon noch fertig reden, ne? Aber je nachdem, was jetzt passiert, muss ich schon noch... Komme ich jetzt wieder ins Dorf, oder? Jep, ich komme wieder ins Dorf. Die haben jetzt wahrscheinlich alle was zu uns zu sagen. Das werden wir uns aber in der nächsten Folge erst anhören. Nee, also, wie gesagt, Monster Hunter Tri, definitiv zu empfehlen. Ich habe den neuen Teil Ultimate nie gespielt, aber da ist auch schon wieder viel mehr Monster-Variation drinnen. Generell Monster Hunter Spiele, generell die Reihe, kann ich nur empfehlen. Es macht einfach Spaß, diese Spiele zu spielen. Und es ist einfach sowas vom Kampfsystem her so anders als die meisten anderen Spiele. Weil es auch in vielerlei Hinsicht viel mehr auf die Intuition, auf die Reflexe ankommt. Es gibt einfach bestimmte Attacken, bei denen man genau wissen muss, in welchem Moment man springen muss, um noch davon zu kommen. Ich erinnere da an den Barot. Den Barot. Das war ein bisschen unterlich gesprochen. Aber ansonsten, wie gesagt, Monster Hunter Tri. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und mit dem Let's Play ist es ja noch nicht vorbei. Es wird noch ein Anhang kommen. Es sind noch ein paar Missionen übrig. Und ich verrate jetzt noch nichts, aber diese Missionen werden mich wahrscheinlich zur Weißglut treiben. Auf jeden Fall war es mir eine Ehre, Monster Hunter Tri zu präsentieren. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und wer möchte, sieht sich halt noch den Anhang an. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt oder bis zum Anhang. Ich bin Xi, das war Monster Hunter Tri. I shall see you soon. Very soon. Ciao, Leute.